Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Creel Corps. Und ja, ihr seht schon, wir haben ein neues Update und Alter, ich hab's erst jetzt aufgenommen und davor noch nicht gespielt. Ich bin wirklich gespannt, was sie neu gemacht haben. Also, die Lobby schaut schon cool aus. Also, da haben sie wirklich mal ein Zeug reingelegt und ja. Ich sehe schon, links oben steht mein Name und das Beste daran ist, darunter steht noch, welcher Rang man hat. Also ich zum Beispiel bin Platin und ja. Und ich wurde wieder runtergestuft. Ja. Keine Ahnung wieso. Und ja, Alter. Es schaut so richtig nice aus. Alter. Junge. Ich mag die irgendwie. So richtig heftig. Jo. Ha. Alter. Junge. Ja, da unten seht ihr schon, 3 Kisten habe ich mir schon gekauft. Und ja, ich will mal 10 Kisten kaufen und dann öffnen wir es gemeinsam. Und ja, joinen wir mal in eine Runde rein. Nehmen wir diese. Ist nicht so allzu viele. Schauen wir bei den Waffen nach, ob es da was verändert hat. Ich glaube eher nicht. Aber wer weiß. So, bei den Pistolen haben es nichts verändert. Bei den. Oh mein! Ha! Gay! Yo! Was ist das? Leute, was ist das? Das ist ja ultra nice. Junge. Oh. Alter. Ich konnte es nicht. Ah. Alter, es ist so ungewohnt, mit der zu spielen. Leute. Helf mir. Alter. So richtig eiskalt ungewohnt. Hört nur, wie sie schießt. Alter, das lohnt sich so richtig, dieses Update zu machen. Danke für die die Programmierer, die das gemacht haben. Alter. Junge. Ich glaube, das wird meine Lieblingswaffe, auch wenn sie scheiße ist. Naja, Munition hat es nicht so viel, aber es lohnt sich richtig. Und da spielt der Erste schon. Diese Waffe. Alter, die Waffe ist so nice. Junge. Jungchen hast. Alter. Und guckt euch das an. Allein dieser Sound ist schon richtig nice, finde ich halt. Und oha, schaut cool aus mit dem Schalldämpfer da vorne noch. Oh, ich liebe die Update von Creel Corps, die sind einfach so legendär. Aber mir fällt gerade auf, die haben sich so viel Magazin reingegeben, 33 Schuss pro Magazin. Jo, aber schon nice. Alter, meine Nase rinnt schon wieder, ne? Ach, dieser Sound. Junge. Alter. Oha, Ultralag. Danke dafür. Alter. Ich schwöre. Also, diese Waffe kenne ich nur von PUBG, aber ohne Schalldämpfer und ja. Ist ja ultra nice, ey. Jungchen. Ja, schaut Leute, die Munition ist schon leer. Also ein Magazin noch. Na, dann ist auch schon zu Ende. Spaß, ey. Alter, da haben sie wirklich cool gemacht.
Das haben Pferfe. Wow. Oh Gott. Der Typ erschreckt mich so. Alter, ist. Leute, wenn ihr Crit Collapse habt, spielt mit dieser Waffe. Ich schwör, das lohnt sich so richtig. Es ist irgendwie so eigenartiges Gefühl, wenn man Dings hat, weil es so niedrig ist, dieses Visier. Und auch so wenig Schuss hat. Ja, 3 Schuss weniger, mehr. Oh, schade. Ich hätte ihn fast gehabt. Och, Jungchen. Alter. Heftigste Waffe, die ich jemals gesehen habe, gespielt habe in Creel Collapse. Alter. Das ist auch meine Drittlieblingswaffe in PUBG, ne? Das müsst ihr auch wissen. Aber es nervt mich halt nur, dass am Anfang so wenig Magazin sind. 13 Schuss, ne? Das ist natürlich übel scheiße. Hedy, ja, danke dafür. Also ich will ja auch nicht angeben mit dieser Waffe, aber die Waffe ist. Die Waffe schaut und ist mega nice. Da kann ich nichts dazu sagen. Also von 1 bis 5 würde ich sagen, wäre eine 4. Nicht ungerecht. Weil es macht nicht so viel Schaden und es ist Schalldämpfer drauf, deswegen auch. Und wenn da kein Schalldämpfer wäre, dann würde das einfach so unfair ist, unfair spielen. Weil es einfach so geil ist, ne? Alter, ich frag mich, wie es ist, so mit Bombenszenario zu spielen. Alter. Das ist richtig nice, ne? Und wie die Skins dann aussehen sollen bei dieser Waffe. Ich kann da nichts dazu sagen. Es gibt keine Worte dafür. Also, wie gesagt, Munitionsrate ist scheiße. Präzision geht doch. Und man muss nur einzeln feuern, sonst kriegt man keinen Kill. Weil wenn ich so mache, dann hat man ultra kein Aim. Das Magazin wechseln, also Magazin wechseln, schaut auch krass aus. Kann ich auch nichts weiteres dazu sagen. Außer dass es legendär ist. Diese Waffe gehört verboten, ey. Ah! Firebrand. Was bist du? Keine Platzierung. Oh mein Gott. Und er ist so gut. Ja. Ja, schon. Kann man so machen, aber. Wenn man Dings einen anderen Account spielt, ne? Oder ihr wisst, was ich meine. Alter! Idiot. Idiot. Oh. Aber es lohnt sich so richtig, diese Waffe rauszubringen. Also einen richtig geilen Gruß an die Firma oder Programmierer. Ich liebe diese Waffe, ich feiere sie übel. Alter, dieser Sound macht einen so süchtig nach dieser Waffe. Ah! Aber gegen 3 Leute komme ich auch nicht an, ne? Das muss man lassen.
Es ist so wie die Uzi, aber so die M14 oder M6, aber schaut Leute. Es hat bessere Reichweite. Und ein bisschen mehr Magazin. Der Sound ist auch besser. Aber trotzdem ist diese Waffe die heftigste. Also, ich nehme da nochmal zum Vergleich die Uzi raus. Und dann wisst ihr, was ich meine. Wartet, Leute. So. Da. Oh mein Gott, das habe ich auch noch nicht gecheckt. Alter, man sieht einfach die Skins im Menü. Also, schaut, Leute. Die Präzision dahinter ist bei der anderen Waffe viel besser. Aber dafür hat die Uzi mehr Schaden. Die Uzi hat mehr Schüsse in einem Magazin drinnen. Aber auch nur drei Magazine. Ich finde die einfach besser. Schaut, Leute. Es hat mehr Präzision. Und ja, Schaden dafür nicht. Da ist die Uzi besser. Aber naja. Ich glaube, das ist meine zweite Lieblingswaffe. Die erste Lieblingswaffe ist ja. Alter. Ich schwöre, diese Waffe gehört verboten, ey. Danke. Aber seht, was ich meine. Es macht nicht so wenig Schaden und deswegen muss ich die ganze Zeit reloaden. Und das ätzt einfach. Ah. Alter, ihr hört schon richtig, dass meine Nase so richtig rinnt. Bruh. Fick dich. Der wäre meiner gewesen. Rache ist süß, Leute. Alter, ich campe hier jetzt. Oh, shit. Wie heißt die Waffe? Vector. Die Vector hat müsst die probieren. Hä? Das Ladesymbol ist auch richtig nice geworden. Jungchen. Okay, wir spielen lieber mit der Sniper, sonst rasten unsere Gegner komplett aus und wir verlieren. Scheiß Aim. Wechseln die wieder aus. Verdammt! Alter, der hat auch die Waffe, ne? Oh, die Waffe macht übelst Bock, ey. Oh, er ist reingerannt. Au. Ah, oha. Jetzt sind sie gut in Snappen.
Ah! Scheiße. Shit, ey. Kommt schon, Leute. Schafft ihr doch. Ja, perfekt. Da war einer. So. Also, diese Waffe macht übelst Laune, ne? Achtung, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Und helf dir. Alter, übelst krank diese Waffe, ey. Ich habe ihn gesehen, aber wieso habe ich nicht schneller reagieren können? Meine Reaktion ist auch nicht die beste. Oh. Alter, was? Von hinten? Wahrscheinlich. Die haben ja eiskalt keinen Bock auf mich, ne? Die tun mir irgendwie so leid. Hat er kein Aim? Ich darf nicht hüpfen. Easy. Hä? Er hat nicht auf mich gezielt. Er hat safe nicht auf mich gezielt. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, ne? Ja. Dann spielen wir halt mit der unfairen Waffe. Für mich. Au. Alter, ich habe ihn, man hat ihn ein bisschen gesehen, aber nicht ganz. Und das Nachladen, ne? Leute, schaut, 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 schaut. Er schmeißt die Magazin einfach runter. Oh. Ach, schade. Ich hab gedacht, ich hätte ihn bekommen. Ach. Fuck my life. So, ja. Scheiße. Ja, jetzt schauen wir mal nach den Skins, ey. Das würde ich mich interessieren und ja. Komm schon, mach schon. Darf ich? Bitte. Liefen, danke. Alter, es tut mir so leid, ne? Jungchen. So, sozial. Nee, Inventar, ja. So. Jo. Also, das ist in PUBG oder da? Nee, das hier. Ja. Alter. Jungchen. Der hat ja übelst. Oha. Oh mein. Leute. Leute.
Leute. Okay. So. Bitte. Wünscht mir Glück bei Tearcase. Wünscht mir einfach Glück, dass ich ein Skin von dem bekomme. Drei. Drückt mir die Daumen, bitte, bitte. Bitte, ich will irgendein Skin von dieser Waffe bekommen. Drei. Zwei. Eins. Komm schon. Ah! Schade. Ja, komm. Nee. Die restlichen. Okay. Nee. Nee, doch nicht. Aber wie das auch angezeigt wird, ne? Welches soll ich nehmen? Ash oder Aquamarine? Schreibt in den Kommentare und ja, lasst eine Bewertung da. Schreibt etwas in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Für jeden Support würde ich 100 Euro geben. Lieber Spaß, Leute. Aber ihr wisst, was ich meine. Jeder Support ist bei mir willkommen. Und naja, wer mit mir spielen will, schreibt es mir gerne auf Insta rein und habt noch einen traumhaften Tag. Dann haut rein, habt schöne Ferien, Semesterferien, ja, und ciao, ciao.